Ja, und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Daily Vlog. Ja, meine Kaffeemaschine ging heute Morgen nicht. Und ja, ist etwas ätzend, aber nichtsdestotrotz, mit einem Wasserkocher konnte ich mir meinen Kaffee machen. Naja, der Tag soll heute schön werden, denn wir haben Post bekommen und ich möchte das heute ausprobieren. Ja, es liegt schon vor mir. Und zwar haben wir uns hier drei wunderschöne LED-Einbaustrahler von Westlicht gekauft. Und in der Beschreibung ist übrigens ein Link zu dem Produkt, falls ihr aus unerklärlichen Gründen auch unbedingt LED-Strahler braucht, dann könnt ihr die euch da kaufen. Und diese LED-Strahler sollen sehr, sehr, sehr hell sein und für unsere Werkstatt, denn aktuell haben wir in der Werkstatt nur so eine Halogenlampe und die Werkstatt ist in Anführungszeichen relativ groß für diese eine Lampe. Und ja, das ist halt einfach nicht hell genug. So, das hier sind die Strahler, die werden eingebaut normalerweise. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt irgendwo einbauen. Mal gucken, wo wir die dann hinmachen. Ich habe mir da jetzt auch noch nicht so viele Gedanken gemacht. Hauptsache an die Decke. Und wir haben hier einfach nur Plus-Minus-Anschluss. Und das war es eigentlich auch schon. Also eigentlich ziemlich simpel anzuschließen. Und ja, genau. Sind nicht dimmbar. Vielleicht noch zu erwähnen, falls ihr irgendwie was damit dimmen wollt oder sowas. Das geht nicht. Auf der Produktbeschreibung steht, dass die Dinger über 20.000 Stunden halten sollen, 400 Lumen, ganz normale 230 Volt bei 50 Hertz, 25.000 Mal an und aus, oder? Soll das bedeuten, ja, halten die aus. Ja, sofort voller Lichtstrom, nicht dimmbar, Einbautiefe sind 95 mm Durchmesser, 45 mm Einbautiefe, genau. Und keine Was steht da? Akzentbeleuchtung. Also es ist eigentlich eine Direktbeleuchtung. Ja, ich bin sehr gespannt. Coole Teile. Ich glaube, dass das ganz cool werden wird. Fühlt sich auch witzig an. Sehen auch eigentlich so ganz nett aus. Gell? Also man würde jetzt aber ehrlich gesagt nicht vermuten, dass dahinter eine Lampe ist. Ja, also ich faszinierend. Ich bin mega gespannt, wie das aussehen wird. So, dann gehen wir jetzt mal in die Werkstatt und zeige ich euch mal die aktuelle Situation und dann fangen wir an zu basteln. So, das ist, meine lieben Freunde, die Werkstatt. Ein bisschen unordentlich. Das ist das einzige Licht, das ich hier drin habe. Da hinten geht's raus. Normalerweise kein Problem tagsüber, man macht die Tür auf, ist hell genug. Aber im Winter oder wenn es schon dunkel ist, funktioniert das halt leider nicht. Und dann sieht das so schlimm aus. Machen wir mal Nachtsichtgerät an. So, und wenn es draußen dunkel ist, muss ich erstmal hier hinterkommen, um an diesen Schalter hier zu kommen, um dieses Licht anzumachen. Und so ist es wirklich sehr, sehr, sehr dunkel. Sehr, sehr, sehr dunkel. Finde ich den Schalter? Finde ich den Schalter? Ach, das ist praktisch. So, genau. Und deswegen wollen wir jetzt hier irgendwie an die Decke, an diesen Leisten, LED-Strahler hin mit dem Schalter hier vorne an der Tür dran. So. So, wir sind fertig. Schaut mal. Ihr kennt es, glaube ich, ein bisschen. Aber es leuchtet. Ja, wir mussten die jetzt so zwischenschalten. Also sprich, ein Durchlauf und dann wieder ein Rücklauf. Eigentlich ziemlich einfach. Man muss es nur wissen. Sonst, jetzt wird es ein bisschen düster, ein bisschen dunkel. Jetzt sieht man, wie schön sie leuchten. Schön. Jetzt hängen wir die mal rein. Ja, die Lampen hängen, ne? Es ist echt mega hell jetzt hier drin. Also viel besser als vorher. Okay, ein Witz, ein Witz. Tada! Wow, das ist echt cool. Jetzt kann ich auch hier arbeiten, wenn es dunkel ist, also wenn es schon spät ist. Vorher, jetzt. Das ist schon krass. Ich sehe endlich was, ich kann was finden. Ja, die sind wirklich hell, also sind echt gut, muss man echt sagen. Ich habe lange gesucht nach irgendeiner Leuchtmittelmöglichkeit hier rein, die auch halbwegs günstig ist. Und das ist wirklich sehr cool. Was sind LED-Lampen, sind also auch noch sparsam, sind hell. Und wir haben ein bisschen was gebastelt, haben ein tolles Video daraus gemacht. Und endlich kann ich hier drin arbeiten, auch wenn es dunkel ist. So. Ja, liebe Leute, fertig, Feierabend. Ha, schön. Ja, hat gut geklappt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich wusste es selber noch nicht,
wie man Lampen in Reihe schaltet, weil normalerweise plus minus ja, hat man einen Eingang, aber wir wollten die Lampen ja mit einem Schalter anmachen, also muss man sie in die Reihe schalten. Und das wusste ich noch gar nicht, wie das geht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt einfach ausprobiert und habe so logisch nachgedacht, wie das funktionieren würde, wie das bei einer Lichterkette zum Beispiel läuft. Ja, die hat immer einen Strang, der ganz nach hinten geht und dann läuft das so durch. Das war eigentlich so mein logischer Gedankengang, den ich hatte. Und ja, scheinbar passt das so und es funktioniert. Ja, jetzt haben wir endlich wieder Licht da unten. Sehr schön. Xilin habe ich es auch schon erzählt. Die freut sich natürlich. Die holt ja manchmal Tiefkühlsachen unten aus unserer großen Tiefkühltruhe. Wenn wir irgendwie mal zu viel kochen oder sowas, dann frieren wir ja immer ein bisschen was ein. Und dann sieht sie da unten nichts, weil kein Licht da ist. Ja, so, jetzt ist das auch Geschichte. Also eine Baustelle weniger. Gut, ich werde jetzt dieses Video bearbeiten. Damit endet der Vlog für heute. Und morgen sind wir wieder unterwegs am Fahren. Genau. Habe ich es eigentlich schon gesagt? Richtig. Am 23. ist das jetzt, glaube ich. Genau. 23. Liebe Leute, kriegen wir eine Corvette. Eine nagelneue Corvette Grand Sport für 3 Tage. Super geil. Ich freue mich schon mega drauf, damit rumzufahren, euch das vorzustellen, euch Videos zu machen davon. Das wird wirklich ultra. Also darauf freue ich mich schon sehr, 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 sehr. Und ab den 26. haben wir dann einen Escalade Platinum Edition, auch brandneu, für ungefähr 2 Wochen. Und danach, wenn alles klappt, haben wir dann noch einen Cadillac CTS-V mit 650 PS, liebe Leute. Das wird echt ultra, darauf freue ich mich auch schon. Also dranbleiben, einschalten, wenn noch nicht abonniert, abonnieren und Videos schauen und liken. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.